willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wird es ein aufgebrauchtes Video für euch geben, aber nicht von mir alleine. Nein, es sind noch drei andere zauberhafte YouTuberinnen mit dabei, die auch heute ihre aufgebrauchten Videos hochladen werden. Wir kennen uns privat und wir haben irgendwie gemerkt, dass sich doch mal wieder einiges angesammelt hat. Und dann hatte eine von uns die Idee, die Videos doch am selben Tag hochzuladen. Ja, und ich bin total begeistert, dass ich mit dabei sein darf, denn die drei YouTuberinnen sind wirklich total herzlich und zauberhaft und ich habe sie in mein Herz geschlossen. Ich gehe schwer davon aus, dass ihr sie alle schon kennt. Ich möchte sie euch aber trotzdem nochmal vorstellen. Und zwar ist es zum einen die liebe Sandy vom Kanal Sandylicious. Und sie ist natürlich bekannt für ihre Previews und Reviews und sie macht ganz tolle Videos. Sie kocht unheimlich gut und gerne. Sie schläft super wenig. Also sie ist wie so ein kleines Stehaufmännchen, hat immer die tollsten Ideen. Und ich durfte sie auch schon persönlich kennenlernen. Sie ist wirklich bildschön und wir haben über 10 Stunden gequasselt, bis mein Mann dann mal angerufen hat und gefragt hat, ob denn alles okay wäre. Da haben wir dann doch gemerkt, dass es doch mal Zeit ist, sich zu verabschieden. Also schaut auf jeden Fall mal auf ihrem Kanal vorbei, falls ihr sie noch nicht kennt. Und zum anderen macht heute noch mit die liebe Tara vom Kanal TamTam Beauty. Und jeder, der mir schon länger zuschaut, der weiß, wie sehr ich die Tara mag und ihre Videos verfolge. Sie ist nicht nur bildschön, sie ist auch eine sehr herzliche Person. Wie gesagt, ich durfte sie ja jetzt persönlich kennenlernen und oh mein Gott, sie ist absolut auf dem Boden geblieben, obwohl sie schon so eine tolle Zahl auf YouTube erreicht hat. Sie ist sehr, sehr bodenständig und sie spricht einfach mit dem Herz und ich mag sie wirklich sehr, sehr gerne. Und zum anderen macht heute noch mit die liebe Göste und oh mein Gott, was soll ich sagen, diese Frau ist absolut der Wahnsinn. Also ihre Augen verzaubern mich jedes Mal. Ich könnte mir stundenlang ihre Bilder anschauen auf Instagram und auf YouTube ihre Videos anschauen, denn sie macht ganz, ganz tolle Tutorials. Sie hat wunderschöne Haare, also wie so Engelshaar hat sie. Und ja, sie mag ich auch wirklich total gerne. Falls ihr sie noch nicht kennt, wovon ich auch wieder nicht ausgehe, dann schaut auf jeden Fall auf ihrem Kanal vorbei. Ich verlinke euch die Mädels unten in der Infobox. Hinterlasst ihnen doch ein liebes Kommentar und falls ihr sie noch nicht abonniert habt, würden sie sich mit Sicherheit freuen. Wir haben noch mehr Mädels in der Gruppe und die verlinke ich euch natürlich auch nochmal unten in der Infobox auch, aber auch sie werdet ihr mit Sicherheit kennen. Und jetzt habe ich aber genug gequatscht. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal los mit meinem aufgebrauchten Video. Hier habe ich die Produkte, die ich leer gemacht habe. Ich werde euch wieder sagen, ob ich sie mir nachgekauft habe, was ich davon gehalten habe und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, bleibt jetzt auf jeden Fall mal dran. Wir legen los. Wir fangen mal mit meinem ersten Produkt an und zwar ist es nicht das erste Mal, dass ich euch das in die Kamera halte. Es ist meine feuchtigkeitsspendende Tagescreme und zwar nennt sie sich Embryoliss. Es gibt unzählige Blogs und Reviews und YouTube-Videos darüber und so bin nämlich auch ich auf diese Creme gekommen. Ich hatte eine Zeit lang Pause gemacht, denn sie ist nicht gerade günstig, aber ich habe einfach wieder gemerkt, wie sehr sie mir fehlt, denn sie spendet mir unglaublich viel Feuchtigkeit. Sie ist nämlich auf Wasserbasis hergestellt, das merkt man auch beim Auftrag, beziehungsweise ja, von der Konsistenz her, sie ist sehr flüssig, also sie ist nicht so cremig und bei mir lässt sie sich halt ganz, ganz toll auftragen. Sie zieht sehr schnell ein und dann baue ich darauf mein Make-up auf quasi. Ich habe sie mir schon nachgekauft, sie steht da hinten auf meinem Schminktisch. Ich kann euch den Link sehr, sehr gerne mal in die Infobox setzen. Ich habe sie bei Amazon bestellt, aber wie gesagt, sie ist nicht gerade günstig. Ich habe darauf gespart, habe in der Zwischenzeit andere Produkte verwendet und dann aber gemerkt, dass das nichts ist und dass ich lieber auf das zurückgreife, mit dem ich halt total zufrieden bin. Also schaut es euch mal an, wenn ihr noch auf der Suche seid nach einem ganz, ganz tollen feuchtigkeitsspendenden Produkt, dann kann ich euch diese hier auf jeden Fall ans Herz legen. Als nächstes leer gemacht habe ich mein Hitzeschutzspray von L'Oreal Elnett. Das habe ich euch auch schon in die Kamera gehalten. Ein absolutes Nachkaufprodukt von mir und zwar gibt es in zwei Versionen, einmal in glatt und einmal in lockig. Jetzt in dem Fall hier glatt. Es ist leer und zwar habe ich nämlich auch andere schon verwendet, habe dann aber gemerkt, dass das nichts ist, weil es meine Haare verklebt und überhaupt nicht gut riecht und deshalb gebe ich dann doch lieber die 5 Euro aus. Ich weiß, es ist nicht gerade wenig Geld, aber ich bin super zufrieden, weil meine Haare halt total schön glänzen und sie lassen sich ja sehr, sehr schön glätten sozusagen und ein absolutes Nachkaufprodukt von mir. Eine Empfehlung, also wenn ihr noch auf der Suche seid, die Haare, die duften sehr, sehr gut danach, beziehungsweise die ganze Zeit und es ist tatsächlich so, dass es 3 Tage hält. Also unglaublich, gerade bei meinen Haaren hätte ich nie gedacht, aber ich bin schwer begeistert von diesem Produkt hier.
Als nächstes habe ich leer gemacht meinen Nagellackentferner von P2. Und zwar kostet der 1,95 Euro beim DM. Ich werde mir nichts anderes mehr nachkaufen, denn ich habe schon genug ausprobiert. Aber bei dem Produkt hier bin ich einfach angekommen. Also zum einen ist der Duft nicht so penetrant wie bei anderen Nagellackentfernern. Zum anderen hat er hier oben diesen Pumpspender. Also ich lege mein Wattepad drauf, pumpe zweimal und entferne mir meinen Nagellack. Also es ist total ergiebig, nicht verschwenderisch. Und ja, da werde ich mir auf jeden Fall nichts anderes mehr nachkaufen. Hatte ich euch aber schon gezeigt. Und ja, werde ich mir auf jeden Fall immer wieder nachkaufen. Dann habe ich Kosmetiktücher leer gemacht. Die kaufe ich mir ja immer beim Aldi. Da ist es mir egal, wie das Design ist. Denn das verschwindet einfach in unserem Schränkchen. Und deshalb, ja, kaufe ich das immer wieder nach. Es ist halt die günstigste Version und ja, einfach ein Nachkaufprodukt. Ja, dann habe ich leer gemacht von Lavera Naturkosmetik ein Körperfluid. Und zwar ist es eine Limited Edition gewesen. Das hatte ich in einer Box. Und ich stehe ja eigentlich überhaupt nicht auf so fruchtige Düfte. Also weder bei Bodylotions noch bei Duschgels und so weiter. Das mag ich nicht. Aber bei dem hier, das hat mir echt total gut gefallen. Und zwar ist es Grapefruit und Bio Pink Pepper. Also ich mochte es total gerne und ich hätte es mir gern nachgekauft. Ich muss mal schauen, ob es das noch gibt, also ob es quasi noch erhältlich ist. Ich mochte es sehr, sehr gerne. Es ist gut eingezogen in meine Haut und wie gesagt, der Duft, der war jetzt nicht so penetrant. Deshalb, ja, spiele ich mit dem Gedanken, es mir auf jeden Fall nachzukaufen. Was ich mir schon nachgekauft habe, ist ein Body Scrub und zwar von Rituals. Und wer mir schon länger folgt, der weiß, wie sehr ich Rituals liebe. Und zwar ist es jetzt, ja, die Serie Sakura Scrub. Organic Sugar and Cherry and Blossom. Davon habe ich ja auch das ja, Showergel und ich mag es einfach total gerne. Es hat allerdings grobe Körner quasi enthalten, das muss man auch mögen. Manchmal ja, verwende ich ein anderes, das hat ein bisschen feinere Peelingkörner quasi, aber das ist ein, auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt von mir. Wir haben hier ja in der Nähe ein Outlet, da ist es günstiger und da habe ich mich schon eingedeckt. So, als nächstes hat mir die Steffi was mitgebracht und zwar von Rossmann ein Mikrofaserreinigungstuch. Ich habe euch jetzt mal stellvertretend die Verpackung mitgebracht. Ich habe es natürlich nicht weggeworfen, denn es sind einfach so kleine Handtücher, die man dann waschen kann. Verwende ich super gerne. Leider haben wir hier keinen Rossmann. Aber wenn ich mal wieder bei Rossmann bin, werde ich mir da auf jeden Fall Backups zulegen. Denn morgens, wenn ich mein Gesicht gewaschen habe, verwende ich dieses kleine Handtuch. Es ist total angenehm. Es ist einfach ja sehr weich und damit trockne ich mir dann mein Gesicht ab. Dann kommt es in die Waschmaschine und wird dann quasi wiederverwendet. Also ein Nachkaufprodukt von mir. Als nächstes habe ich jetzt hier noch ein Produkt von Rituals und zwar ist es eine Handcreme. Die hat mir auch die Steffi geschenkt und zwar zu Weihnachten habe ich mir auch schon nachgekauft. Ich liebe diesen Duft. Also erstens mal erinnert er mich immer an die Steffi. Und ja, ich stehe ja so auf Düfte, also ich bin da auch echt ein bisschen schwierig. Allerdings ist es bei dieser Handcreme so, dass sie nicht sofort einzieht. Also das muss man schon mögen. Tagsüber kann ich mich ja mit dieser Handcreme nicht eincremen, weil mich das total nervt, wenn ich dann irgendwie ein Glas anfasse und dann so die Schlieren von der Handcreme da sind. Das kann kein Mensch gebrauchen. Ich verwende es halt immer abends. Ich habe es auf meinem Nachttischchen stehen und ja, creme ich dann quasi ein, bevor ich ins Bett gehe. Also auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt und jetzt fällt es mir schon aus der Hand. So, als nächstes habe ich dieses Produkt hier. Ich muss es hier unten zuhalten, weil da noch so ein bisschen was rausläuft. Und zwar ist es eine Waschcreme von L'Oreal. Hier hinten war noch so ein Pad mit dran, das habe ich aufgehoben. Damit reinige ich nämlich immer meine Pinsel. Aber ja, das Produkt an sich werde ich mir nicht nachkaufen. Zum einen nervt mich absolut die Verpackung. Mir ist es nämlich runtergefallen und dann ist der Deckel kaputt gewesen und dann konnte ich es nicht mehr verschließen. So, also wie sollte ich das jetzt aufbewahren? Ich habe es dann ins Schränkchen und habe außenrum Produkte, damit es mir nicht umfällt und es ist dann aber doch umgefallen und dann ist mir die ganze Suppe ausgelaufen. Dann hatte ich natürlich schon Brass auf dieses Produkt und ja, also es ist... Es war schon okay, ne? So, das Produkt an sich war schon gut, also es hat mein Gesicht auch gereinigt, aber ich werde es mir auf keinen Fall nachkaufen, weil ich halt ja, die Verpackung überhaupt total doof finde. Sagen wir es einfach mal, wie es ist. Als nächstes leer gegangen ist eine Körpermilch. Und zwar kaufe ich die immer beim Aldi, allerdings für meinen Mann, weil ich den Geruch überhaupt nicht leiden kann. Gott sei Dank verfliegt es so schnell, dass ich das ja, tagsüber nicht mehr an ihm rieche, weil sonst würde ich ihn doch darum bitten, vielleicht ja, eine andere mal auszuprobieren. Er mag sie sehr gerne. Ich habe auch die Kinder schon öfters damit eingecremt. Das geht schon. Aber für mich ist die einfach nichts.
Ich habe mir diese hier dann gekauft gehabt und werde mir auf jeden Fall auch nachkaufen. Und zwar ist sie von Garnier, Body Repair heißt sie. Und sie zieht halt unglaublich schnell in die Haut ein, was ich sehr, sehr gerne mag. Denn es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ich mich geduscht habe und dann erstmal ewig warten muss, bis meine Bodylotion einzieht. Beziehungsweise ich dann vielleicht mich schon anziehe und dann das ganze Zeug an meinen Klamotten habe. Also das mag ich überhaupt nicht. Sie duftet sehr, sehr gut und ja, ein absolutes Nachkaufprodukt von mir, habe ich mir auch schon nachgekauft. Als nächstes sind meine Abschminktücher leer gegangen und zwar von Neutrogena. Die habe ich euch auch schon öfters mal gezeigt. Ich habe mir jetzt überlegt, schon ein Video zu machen, in dem ich euch vielleicht die Dinge zeige, die ich mir immer wieder nachkaufen werde, sodass ich sie nicht mehr euch in die Kamera halten muss, weil ich Angst habe, dass es irgendwie langweilig wird. Also bei Abschminktüchern bin ich einfach angekommen. Ich werde mir keine andere mehr kaufen. Die haben genau die richtige Größe. Die sind mit der richtigen Menge an Flüssigkeit getränkt. Vom Preis her ist es total in Ordnung und ich habe schon viele andere ausprobiert, die einfach viel zu rau sind oder zu trocken, was auch immer. Also die werde ich mir auf jeden Fall bei Müller immer wieder nachkaufen und habe ich auch schon gemacht sozusagen. So, als nächstes ist dann meine Nivea leer gegangen. Die trage ich mir immer nach dem Zähneputzen auf meine Lippen auf. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich brauche einfach dieses Gefühl von Feuchtigkeit morgens. Abends verwende ich ja immer mein Red de Miel und habe ich mir aber auf jeden Fall schon nachgekauft, meine Nivea. Als nächstes Zahnpasta, nichts Spektakuläres. Und zwar zum einen die Odol Med 3 und zum anderen die Blender Med. Zahnpasta und ich, wir sind beste Freunde, Zahnbürsten und so weiter. Da schreie ich immer sofort, ja, ich bin da. Dazu wird es aber noch ein Video geben, da freue ich mich schon drauf. Und da erzähle ich euch dann ein paar Neuigkeiten. Es gibt nämlich Neuigkeiten. Aber heute haben wir ja ein Aufgebrauch-Video. Als nächstes leer gemacht habe ich diese Schaummaske. Und zwar ist die von März Spezial. Die hat mir eine Abonnentin zugeschickt und da habe ich mich total gefreut, denn von alleine hätte ich mir die nicht gekauft. Und zwar steht hier Summer Skin mit leichtem Selbstbräuner. Selbstbräuner verwende ich überhaupt nicht, weil ich da total Angst habe, dass irgendwie meine Haut fleckig ist oder irgendwie was damit passiert, dass es komisch riecht. Aber diesen Schaum hier, den habe ich so gerne verwendet. Der hat wirklich so eine schöne Farbe in mein Gesicht gezaubert. Also das werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn ich wieder bei Müller bin. Herzlichen Dank an dich, liebe Moni, dass du es mir zugeschickt hast, denn von alleine hätte ich es mir nicht gekauft. Was ich mir aber schon nachgekauft habe, ganz, ganz klar, wer mich schon kennt, der weiß es auch, mein Lipgloss von Manhattan, Sweet and Tasty, große Liebe, der Duft, der Auftrag, der Halt, der Preis, da stimmt einfach alles. Als nächstes leer gegangen ist mein kleines Bröckchen von Smashbox und da bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich mir von dieser Firma diesen Porenverfeinerer kaufen soll, denn eigentlich bin ich ja so ein absolutes Benefit-Kind und ich liebe ja meinen Professional, aber der hat mich auch total überzeugt. Also da bin ich noch am Überlegen, ich war froh, dass ich so ein kleines Bröckchen mal in der Box hatte und mal schauen, ob ich mir den nachkaufen werde, aber es muss jetzt auf jeden Fall mal ein neuer her, denn der von Good Skin, der ist nix und mein Clarins Professional, also quasi für die kleinen Linien und Fältchen. Das geht auch langsam dem Ende zu. Außerdem ist es ein sehr teures Produkt, ein High-End-Produkt. Und da muss ich so ein bisschen abwägen, dass ich mir so irgendwie wieder was zulege. Was ich diesen Monat sehr häufig verwendet habe, waren Masken. Also ich bin so auf den Maskengeschmack gekommen und ich habe verschiedene gekauft. Zum einen diese hier von Balea, also die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Und zwar ist es eine Tuchmaske, eine Aquatuchmaske, die wirklich mit sehr viel Produkt getränkt war. Ich habe mir die aufgetragen und ich habe mich danach wirklich total wohl gefühlt. Also das restliche Produkt soll man dann so in die Haut einklopfen, war gar nicht mehr so viel übrig. Scheinbar hat meine Haut wieder dringend Feuchtigkeit gebraucht. Also eine absolute Empfehlung von mir, hat mir sehr, sehr gut getan. Was ich euch auch empfehlen kann, ist diese Feuchtigkeitsmaske hier. Die riecht halt sehr, sehr gut. Und zwar ist da Aloe Vera, Avocado und Gurke enthalten für alle Hauttypen. Ist mit 60 Cent eigentlich echt eine Investition wert. Ich verwende die mehrfach. Also ich brauche so ein Päckchen nicht für eine Maske, sondern verwende die halt, wie gesagt, öfters mal. Und kann ich euch empfehlen. Dann habe ich noch die Antifalten Q10 Maske verwendet von Müller, hat mir auch gut getan und was ich auch sehr, sehr gerne mochte, war diese hier von Schabens und zwar Luxusmaske mit Gold. Also die kommt ja tatsächlich in so einer goldenen Farbe raus und war auch sehr, sehr angenehm.
Ja, meine Lieben, das war's an Produkten, die ich aufgebraucht habe. Meine Tüte ist leer. Ich habe euch soweit alles gezeigt. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall auch mal bei den Mädels vorbei, wenn ihr da noch mehr Produkte sehen wollt, die ja aufgebraucht wurden. Ich werde euch natürlich auch nochmal alle Mädels, die bei uns in der Gruppe sind, unten in der Infobox verlinken. Denn ja, es sind nicht nur diese drei, es sind noch ganz viele andere tolle YouTuberinnen mit dabei, die ihr mit Sicherheit alle kennen werdet. Aber schaut auf jeden Fall mal bei ihnen vorbei, da freuen sie sich. Und ansonsten hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat. Ich habe es heute mal mit der neuen Kamera abgedreht. Deshalb diese vielen Cuts, die ist mir nämlich öfters mal ausgegangen. Die muss ich noch irgendwie lernen. Ja, diese Kamera, die spricht noch nicht meine Sprache. Aber ich hoffe, wie gesagt, trotzdem, dass euch mein Video gefallen hat. Lasst es euch gut gehen. Genießt jetzt noch die Sonne. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!